Mal was zum Wetter. Momentan haben wir eine gerade sehr schwüle und feuchte Wetterlage. Die Luft ist drückend und ja, man kommt leicht ins Schwitzen. Man kann sich da gut helfen, indem man halt schwere Speisen vermeidet, möglichst wässriges zu sich nimmt, wie zum Beispiel Salate und Obst, das wäre das Beste. Von mir aus auch noch gekochtes Gemüse. Das Heiße ist nicht so schlimm, wie wenn es stark fett- oder eiweißhaltig ist. Von daher geht die Empfehlung also in Richtung diese Sachen. Und wenn ich mit früher vergleiche, als ich noch alles gegessen habe und auch gemischt, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich bei so einem Wetter nicht nur viel geschwitzt habe, sondern ich war auch irgendwie nicht richtig fit. Und das hat sich im Prinzip innerhalb von einer Woche gewandelt, als ich angefangen habe, damit aufzuhören und erstmal total in die vegane Richtung gegangen bin. Ich habe da gar nicht viel Salate oder ja oder gekocht, also Gemüse gegessen, sondern überwiegend Obst. Und gerade wenn es so heiß ist, dann kann man diese Zeit ziemlich gut aushalten, wenn man halt sehr Flüssiges isst. Und da ist natürlich Spitzenreiter Obst, was auch gut geht. Selbstverständlich ist Salat, aber man muss eben Eiweiße und Fette vermeiden. Und wenn man das nicht macht, dann schwitzt man halt nachts im Bett, wenn man halt nicht so gut lüften kann und es ist nicht so kühl, dann schwitzt man halt. Ja, und wenn man halt Leichtes isst, dann kann man das dadurch vermeiden. Das war eigentlich das Erste, was ich als Vorteil damals feststellte, als ich umstellte meine Ernährung. Jetzt noch was zum Wetter im Vergleich. Und zwar, jetzt haben wir ja eine relativ schwüle Wetterlage und vor etwa 2 Wochen, da gab es ja diese Rekorde. Das war Ende Juli, die letzten Tage, ah, ist erst gut eine Woche her. Und da war es ja deutlich wärmer als jetzt, ungefähr 10 Grad. Und trotzdem war das, finde ich jedenfalls, ich hoffe, ihr empfindet es auch so, relativ gut auszuhalten, die Hitze. Und der Unterschied ist halt, dass damals, als es so heiß war, da war die Luft sehr, sehr trocken. Und jetzt ist die Luft 10 Grad kühler, aber ist deutlich feuchter. Also man spricht da von der spezifischen Feuchte und meint damit die Zusammensetzung, also wenn man praktisch von hier unten bis ganz oben nach der Feuchtigkeit guckt und die dann bemisst, und dann liegt man momentan bei vielleicht, was weiß ich, 12, 13 Gramm pro Kilogramm, das wären da so 1,2%. Es geht auch noch höher, wenn es richtig schwül ist, 1,5%. Und damals lag die bei unter 0,7%. Das sind also ungefähr 7 Gramm pro Kilogramm, also 7 Gramm Wasser pro Kilogramm Luft. Und damals war die relative Luftfeuchtigkeit bei an vielen Orten unter 10%. Nachmittags, als es so knallheiß war, so 38 bis 40 Grad. Und wenn man das umrechnet auf den sogenannten Taupunkt, dann lag der unter 10 Grad. Und was das bedeutet? Kurzes Beispiel, also ihr badet im See und taucht dann aus dem Wasser auf und es ist Wind und der Wind kühlt dann, dann gibt es diese Verdunstungskälte. Und wenn der Taupunkt bei 10 Grad liegt, dann fühlt sich das so an, als wollte der Wind die Haut auf 10 Grad kühlen, also fühlt sich ziemlich kalt an. Und so kann es sein, dass obwohl es so heiß ist, wenn die Luft sehr trocken ist, man taucht aus dem Wasser auf, dass man das viel kälter empfindet als an Tagen, an denen es vielleicht 10 Grad wärmer ist, so wie jetzt zum Beispiel. Da liegt der Taupunkt bei über 15 Grad und das fühlt sich dann nicht so kalt an. Man hat dasselbe übrigens dann auch im Schwimmbad im Winter. Da ist die Luft ja auch relativ kalt draußen und wenn die Luft von draußen halt auf die Schwimmbadtemperatur erwärmt wird im der Schwimmhalle sind es dann auch so um die 30 Grad. Ist dann auch sehr trocken insgesamt. Und wenn man dann halt am Rand, wo ja oft Heizung ist, eventuell sogar Klimaanlage, da kann man das auch spüren, wenn man sich da hinlehnt und ist noch feucht, fühlt sich ziemlich kalt an. Worauf ich da auch noch hinaus will, ist Folgendes.
Wenn es nämlich so schwül ist oder überhaupt, es muss nicht schwül sein, aber Hauptsache ziemlich insgesamt Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Wenn dann die Sonne scheint, dann sticht die Sonne, wie man sagt. Und das merkt man, die ist dann halt irgendwie ein bisschen heißer. Und das Interessante ist, dass das nicht nur eine Empfindung ist, sondern dass man das auch messen kann. Also wenn man dann misst, wie stark ist die Einstrahlung in Watt pro Quadratmeter auf dem Boden, dann kann man feststellen, dass unter denselben Bedingungen, also ganz klare Luft, einmal habe ich nur hohe spezifische Feuchtigkeiten, das andere Mal habe ich eine niedrigere. Hohe hat man sehr oft, wenn die Luft vom Atlantik kommt, zum Beispiel auch an der See. Da ist das ja auch oft so, da kommt die Luft vom Wasser, ist entsprechend feucht, muss aber deswegen nicht drückend sein oder schwül. Und wie gesagt, dann sticht die Sonne und wenn man das misst in Watt pro Quadratmeter, kommt raus, dass bei so einer stechenden Sonne die eingestrahlte Leistung so 20 bis 25% höher liegt. 20 bis 25%, es geht bis auf ein Viertel mehr als sonst. Unter denselben Umständen. Also nehmen wir an, das andere Extrem ist ein Ost- oder Südostwind. Die Luft kommt vom Festland, sagen wir mal aus Russland. Und auch klare Luft, klarer Himmel. Aber die Sonne scheint irgendwie, so fühlt sich jedenfalls an, keine Kraft zu haben. Hat sie natürlich schon, klar. Aber man spürt es halt eben nicht. Sie ist nicht stechend. Und dies jetzt mal spaßeshalber im Vergleich mit dem Kohlendioxid, was ja 0,04% der Atmosphäre ausmacht und was angeblich ja auch über 2 Millionen Jahre schon gleich ist. Dazwischen so ein paar Eiszeiten. Naja, gut. Also, was ich sagen will, ist halt, von heute auf morgen kann die Sonne stechend sein, man spürt, es fühlt sich heiß an. Und beim Kohlendioxid, da tut sich nicht viel. Wir haben also unseren Körper als Messgerät, was uns ganz klar sagt, dass es Unterschiede gibt in der Atmosphäre von heute auf morgen. Und der Chef hier in der Luft, das ist eben der Wasserdampf, also gasförmiges Wasser. Und natürlich die Sonne, diese zwei, diese machen das Wetter in der Hauptsache. Ja, das war es eigentlich schon. Wünsche ich euch alles Gute.